Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Preußen Münster, hier bei Preußen Schaufenster. Und neben mir, unschwer zu erkennen, ist unser neuer erster Vorsitzender, Georg Krimphove. Erstmal herzlichen Dank, dass du Zeit für uns genommen hast. Ja, wie geht's dir erstmal so als erster Vorsitzender des SCP? Ja, mir geht's gut und sollte man alles nicht so hochhängen. Wir sind ein ganzes Team von vielen Leuten, die das gemeinsam hier bewerkstelligen. Und da ist eigentlich, ist es nicht ganz so wichtig, wer da ganz vorne steht, sondern wir stehen eigentlich alle in einer Reihe. Der 30. April ist ja nicht nur der Gründungstag des SCP, sondern am 30. April 2015 bist du auch Präsident geworden. War das eigentlich Absicht oder Zufall? Nee, das war, glaube ich, wirklich reiner Zufall. Und obwohl, so kann man sich den Termin gut merken. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Marco, der Anschluss ist für viele sehr überraschend zurückgetreten. Wie hast du das aufgenommen und wann war für dich die Entscheidung klar, dass du Präsident wirst? Ja, die Entscheidung von Marco kam für mich auch überraschend und da auch nochmal im Nachklang zu sagen, wir haben da also 9,5 Jahre sehr gut zusammengearbeitet und ich habe Marco sehr geschätzt und schätze ihn immer noch sehr und das kam auch für mich überraschend und ja, dann hat so 2-3 Wochen gedauert, bis die Gespräche, die Thomas Bäumer mit mir dann geführt hat und andere Personen, bis die dann gefruchtet haben und bis ich dann Ja gesagt habe. Jetzt ist deine erste Amtszeit erstmal 1,5 Jahre. Weißt du jetzt schon, ob das nur darauf beschränkt ist oder willst du dann weitermachen oder hast du darüber noch gar keine Gedanken gemacht? Das lasse ich erstmal wirklich offen. Man muss sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wir gehen die Sache ja jetzt ein bisschen anders an und es muss natürlich auch ein gewisser Erfolg sollte da sein. Und wenn sich das Konzept, was wir vorhaben, als erfolgreich erweist, könnte ich mir vorstellen, da nochmal was dran zu hängen. Aber das ist wirklich noch offen. Konzept hört sich gut an. Welches Konzept habt ihr denn? Ja, wie man ja schon an den ersten Neuverpflichtungen sieht, deutlich jünger geworden. Und ich persönlich, der jetzt gar nicht die große Ahnung vom Fußball hat, aber glaube, dass wir mit jungen, hungrigen Leuten eben jetzt einen Neuanfang starten können, weil wir merkten ja doch, wir waren 2-3 Jahre die älteste Truppe in der Liga immer und nach hinten raus fehlte uns entweder die Luft oder irgendwas anderes. Und ich glaube, jetzt auch mit einer guten Mischung aus Jung und Alt können wir durchaus attraktiven Fußball spielen. Bist du bisher zufrieden mit dem neuen Kader? Ja, absolut. Also die neuen Leute versprechen einiges, haben auch in den alten Vereinen gezeigt, dass sie da Leistungsträger waren, auch wenn es teilweise eine Klasse tiefer war. Es fehlen ja auch noch ein paar Puzzleteilchen und da wird ja der eine oder andere wird ja auch noch dazukommen. Jetzt ist ja die Entscheidung wohl nicht von dir alleine gefallen, sondern vom Team, hast du gesagt. Wie sehr ist da Ralf Lohse mit eingebunden worden? In die Spielerverpflichtung? Ja, überhaupt in dieses Konzept auf junge Spieler zu setzen. Ja, ganz klar ist er mit eingebunden worden. Und wir haben vorher mit ihm gesprochen, mehrmals, und haben ihm das neue Konzept vorgestellt und ihn auch gefragt, ob er sich das vorstellen kann und ob er das mitlebt. Und das hat er ganz klar bejaht. Und deswegen hat er von uns jetzt auch das volle Vertrauen. Jetzt gab es ja leider ein bisschen Unruhe gegen Ende der Saison. Aus 8 Spielen zum Schluss gab es 7 Niederlagen. Ein bisschen Angst da, dass diese Unruhe sofort überschwappt in die neue Saison, wenn es vielleicht nicht ganz so gut laufen sollte, gerade bei jungen Spielern? Gut, die Gefahr besteht natürlich. Aber ich kann da nur appellieren, wirklich auch an die Fans und an die Zuschauer, ein bisschen Geduld zu haben, auch mit der neuen Mannschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auf dem Platz einfach alles gegeben wird und dass die Leute sehen, dass da eine Einheit auf dem Platz ist. Und wenn das gewährleistet ist, dann glaube ich auch, dass wir da auch die Rückendeckung vom Publikum haben. Ein bisschen waren viele Leute irritiert, dass auf einmal 1 Million Euro weniger Etat sein soll. Wie ist das zu erklären? Das liegt ja nicht nur an den fehlenden Pokaleinnahmen. Ja, das liegt natürlich, der größte Batzen ist von den fehlenden Pokaleinnahmen, aber es kommen auch noch natürlich dazu, dass Bielefeld und Duisburg nicht mehr in der Liga spielen. Das heißt, 2 Spiele, die im Grunde genommen ein sehr hohes Zuschaueraufkommen haben, sind erstmal weg. Wir wissen nicht, wie die anderen Spiele das kompensieren können. Und da kommt noch eins zum anderen. Diese Million ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber es wird deutlich weniger sein als in der vergangenen Saison. Ja, liebe Freunde des SCP, jetzt sitzen wir hier auf der Tribüne im Preußenstadion Block B. Georg, wo sitzt du denn immer im Stadion? Block D, Reihe 12, ist mein Stammplatz und wird das auch bleiben. Ja, das ist sehr schön. Ich sitze ja gar nicht, sondern ich stehe immer im Block H. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, sehen wir hier das Preußenstadion. Die Tribüne ist sicher das Aushängeschild, aber die Westkurve sozusagen, ja, Aushängeschild im Negativen. Was wird da passieren in den nächsten Tagen oder Jahren? Ja, wir versuchen natürlich jetzt nach dem geplatzten Ballon mit der Stiftung Stadion von Walter Seinsch, was ja leider Gottes sich relativ schnell als nicht realisierbar herausgestellt hat, versuchen wir natürlich mit Hochdruck jetzt den Bebauungsplan abzuwarten und dann
möglichst schnell in der Westkurve eine neue Tribüne zu bauen. Welcher Vorteil ist das, dass mit Uwe Landherr da ein Architekt jetzt bei euch im Vorstand ist? Ja, ist absolut, absolut positiv zu bewerten. Und Uwe hat geballte Fachkompetenz, kümmert sich sowieso schon seit Jahren hier auch um das Stadion und beziehungsweise um die Verbesserung der Infrastrukturen. Und da sind wir ganz froh und dankbar, dass Uwe uns da jetzt richtig für den Verein tätig ist und uns da unterstützt. Apropos Infrastruktur, es gibt ja noch viele andere Baustellen. Jetzt gibt es ja zum Glück auf den Stehrängen gegenüber der Tribüne jetzt seit anderthalb Jahren zwei Toilettenhäuschen für Männer und Frauen. Wie sieht's aus? Gerade die Leute, die in der Fankurve stehen, der Pfiffi-Gerritzen-Kurve im Block M, die würden ja auch gerne mal vernünftig aufs Klo gehen können. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten vielleicht in der nächsten Zeit? Also wenn du es gesehen hast, wir haben schon zwei neue aufgestellt, zwei neue Container und es kommen noch ein oder zwei dazu. Also da tut sich was. Natürlich keine, es wird immer noch keine Luxuskabinen da geben, aber auf jeden Fall tut sich da was, weil wir einfach wissen, das ist nicht das ist nicht mehr zu verkaufen, sowas. Und da müssen wir auch ganz klar mal die Stehplatzbesucher im Auge behalten und nicht immer nur alles auf die Tribüne fokussieren, weil die Mehrheit der Zuschauer steht eben noch und da müssen wir einfach auch für Verbesserungen sorgen, soweit das eben möglich ist. Wir bekommen einen gewissen Zuschuss von der Stadt, den müssen wir bestmöglich einsetzen. Ja, das ist natürlich endlich mal eine gute Neuigkeit auch. Was ist sonst noch möglich hier am und um Stadion? Es gibt ja immer noch die Gespräche, dass vielleicht diese alte Fläche für zusätzliche Trainingsplätze genutzt werden. Gerade die Youngsters sind mit Sicherheit nicht fröhlich darüber, dass sie mit 8 Mannschaften sich einen Kunstrasenplatz teilen können. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das in absehbarer Zeit zu verbessern? Ja, es gibt ja Pläne, die ja auch schon mal veröffentlicht wurden, wo zwei weitere Kunstrasenplätze hinten eingezeichnet wurden in der Brachfläche. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist natürlich der Wunsch des Vereins. Weil, wie du schon sagst, es kann nicht sein, unsere Jugendmannschaften spielen in den höchsten deutschen Ligen, fast alle. Und die müssen alle auf einem Platz trainieren. Das sind unhaltbare Zustände. Und hier muss ich was bewegen, aber wer Münster kennt, weiß, dass das dicke Bretter bohren ist. Aber wir sind da mit Nachdruck dran und hoffen, dass wir das zumindest in einer mittleren Zukunft umsetzen können. Ja, apropos nochmal Preußen-Youngsters, seit dieser Saison kann ja jeder Zuschauer, der eine Dauerkarte hat, sich auch die Spiele von der U23 und U19 angucken, ohne extra noch was zu zahlen. Warum sollte man das eigentlich machen? Ja, erstmal, du bist ja selber regelmäßiger Zuschauer der Youngster-Spiele und ich glaube, da sieht man guten, attraktiven Fußball und kann sich mit Freunden treffen und ich glaube einfach, die Idee kam ja übrigens sogar von dir, die haben wir eigentlich aufgenommen, als wir jetzt die Preise erhöht haben, haben wir gesagt, welchen Gegenwert können wir den Fans ein bisschen dafür wiedergeben und dann haben wir gesagt, komm, die Einnahmen der Youngstars waren jetzt nicht so hoch, dass wir sie jetzt unbedingt zum Überleben brauchen und von daher haben wir gesagt, um auch einfach das attraktiver zu machen und den Jungs vielleicht auch mal es möglich zu machen, vor mehr Zuschauern zu spielen, haben wir das jetzt mit eingebaut und ich glaube, das ist eine gute Sache. Jetzt kann man eigentlich nur auffordern, dass die Preußen-Fans da auch regelmäßig mal hingehen und nicht einfach nur sagen, schön, dass es Preußen-Youngsters gibt, sondern auch mal ins Stadion, bis er sagt, drüben auf den Kunstrasenplatz gehen. Ja, das war es eigentlich schon. Herzlichen Dank, Jörg, dass du gekommen bist. Ja, hast du noch irgendeine Frage oder was du den Preußen-Fans sagen willst? Nee, ich kann nur nochmal wirklich bitten, hier der Jungtruppe so ein bisschen Vorschussvertrauen zu geben und ich freue mich eigentlich, wenn es losgeht. Morgen haben wir ja unser erstes Vorbereitungsspiel und dann freue ich mich eigentlich schon auf Ende Juli, wenn es hier dann wieder rund geht. Ja, ich mich auch und herzlichen Dank nochmal und viel Erfolg für deine Präsidentschaft. Alles klar, danke.